Folge 251 von Simotrans. Ja, wir sind ja an diesem Doppelbahnhof, wo ich echt am Überlegen bin, ob wir den überhaupt doppelt haben müssen oder ob der jetzt einfach gehen kann. Wir haben hier ja nur einen Anleger. Mehr ist da nicht, ne? Aber ja, der reichte damals nicht nach da. Das war das Problem. Jetzt ist die Frage, wenn wir den Bahnhof so lang ziehen, ne, dann wird's gehen. Aber jetzt haben wir schon die zwei. Ich glaube, ich lasse das besser so. Ja. Das müssen wir mal zählen hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Er reicht nicht ganz hier hin. Aber wir können das ja mal trotzdem in Angriff nehmen. Aber erstmal hier das Gleis hier hin. Das kommt ja sowieso so und das geht dann hier ab. Und dann geht das da lang. Da müssen wir nachher gucken, wie weit wir da hinten rauskommen, ne? Machen wir hier ein neues Gleis hin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, 14, 15, das ist der Ausgang. Komm, machen wir erstmal an, dann bauen wir gerade noch weiter um. Hier sind drei Gleise. Ja, lassen wir die da. Auf jeden Fall erstmal da. Jetzt müssen wir ein bisschen hier was wegbauen. Und das machen wir auch gerade weg. Und der liegt da, der muss woanders hin. Da weiß natürlich gleich keiner, wo er anhalten soll. Aber wir brauchen erst eine Straße. So, ne? Dann die Haltebucht dahin. Funktioniert ja auch, ne? Jetzt müssen wir nur die LKWs da umkutschieren und ich hoffe, der fährt nicht durch, sonst schafft er das nämlich nicht. Aber warte mal, wir können ihm schnell hier noch das anbieten, dann kann er ja doch durch. Aber da müssen wir auch noch Strom, wenn haben. So, das haben wir schon mal und das haben wir auch schon mal. Vielleicht findet irgendwer irgendwo ja einen Weg da, ne? In so einer Umbaumaßnahme ist immer schwierig. So, jetzt müssen wir erstmal ihm hier sagen, dass er woanders lang muss. Fahrplan. Linie ändern. Wo hält denn der an? 100% Döbeln hält er da an. Okay. Das ist da, das ist da. Das bedeutet, wir brauchen nur einfach den hinzufügen und da auch 100% einstellen dann. So. Und dann können wir den rauslöschen. Alles ist gut, ne? Hoffen wir. So, er fährt jetzt leider immer noch die gleiche Stelle an. Ändern wir jetzt mal. Also er fährt zur Futtermittelfabrik. Das ist auch die Futtermittelfabrik. Dann fahr doch mal einmal woanders hin. Okay. Und du fahr auch einmal woanders hin. Dann sollte das alles funktionieren, ne? Das können wir löschen. Brauchen wir dann nicht mehr. Weil die fahren ja jetzt da lang. Gut, das kann zu. Jetzt brauchen wir die neue Gleisanlage da. Geradeaus rein. Geht dahin. So, was haben wir gesagt? 14. 1, 2, das heißt, so ist schon richtig. Das muss auf jeden Fall auch noch bis dahin und bis dahin. Das heißt 1, 2, 1, 2. Das geht noch so weiter.
machen so. Und dann muss der hier noch so. Ne, muss er gar nicht, ne, oder? Ne, ich glaube, muss er gar nicht. Wir könnten, lassen wir so, wie es ist. So, jetzt müssen wir ein paar Oberleitungen auf jeden Fall noch produzieren, die da überall sind. Und dann geht das schon. Hier muss ein Auswahlsignal hin. So. Und das da kann weg. Das kann auch weg. Dann kann das... da ist gerade der Zug drauf, deswegen ging das nicht. Okay. Kann das weg oder nicht? Ne, das war glaube ich verkehrt. Das sieht schon ganz schick aus. So, das sind wir los. Nochmal Strom. Hier unten fehlt es, glaube ich. Sonst sieht es gut aus. Da ist jetzt gerade überfüllt und er findet keinen Weg mehr. Ich glaube, hier haben wir noch was falsch, ne? Da war doch ein Gleis zu bauen. Hier noch weiter rüber. Und das muss weg und das muss weg. Die kommen dann da reingefahren. Und dann passt es, oder? Strom sieht danach aus, als ob es überall ist. Jetzt noch das richtige Dingens hier gebaut. Da ist jetzt, glaube ich, ein Gleis sowieso zu viel, ne? So. Und er hier, weiß ich auch noch nicht, was wir mit dem machen, ne? Ich glaube, den bauen wir andersrum dahin. So. Strom da dran. Passt. Dann gibt es da erstmal ein Bahnhofsding hin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Das heißt, der ist nachher der 15. Dann passt's. Jetzt ist noch zu wissen, wo der anhält. Der kriegt jetzt dann noch die Marke hoffentlich an der passenden Stelle gleich. Der ist da. Das heißt, wir müssen da einfügen, setzen den aber auf das Gleis. Und er kriegt da noch 100%. Dann ist das passend. Dann können wir den rauslöschen. Dann ist der halt passend umgebaut. Kann zu. Und er kommt im Fahrplan einmal weitergefahren. Und dann bauen wir das schnell um. Okay. So passt es erstmal. Nur hier habe ich jetzt gerade geschlafen, ne? Aber das kriegen wir auch noch hin. Ne, der muss da auch noch weg. Und das Gleis muss jetzt nach da verlängert werden. Und der Halt muss da auch noch hin. Dann noch den Strom da drauf. Und dann ist das Gleis fertig. Dann ist das durch. Wir brauchen jetzt aber noch die Straße hier verlängert. Und da muss noch eine Haltebucht hin. Die befindet sich da.
Eigentlich ist alles richtig, oder? Jetzt muss ich nur noch den Stopp einmal verändern. Der Stopp muss eingefügt werden mit dem da. Und der ist richtig und der kann dann weg. So, dann fahren die dahin. Passt. Und wir müssen den da noch abreißen. Dann sollten die LKW auch passend dahin fahren, ne? Gut. Strom ist bis zum Ende, glaube ich. Das Gleis liegt. Wir können hier noch ein Signal hinsetzen. Müssen sowieso noch Signale setzen, ne? Dann kann der auf jeden Fall immer bis dahin vorfahren. In der Hoffnung, dass man ist, glaube nur einer, ne? Der hat auf jeden Fall den Halt hier. Und hier ist noch ein Signal hinzusetzen für diese Richtung. Das haben wir gerade falsch gemacht, weil wir müssen erst den Berg abtragen. Und das zweite Gleis dann gerade ausziehen, dann passt das schon. 160, einmal hier. Und Strom. Auch noch einmal hier. Dann Signal nochmal für den Bahnhof. So. Und das andere muss erst weg. Und das kommt dann erstmal hier hin. Und sollte erstmal so passen, obwohl, das hätten wir auch weglassen können. Machen wir auch weg. Hier kommen wir dann erstmal mit dem Zeichen weiter, klar. Das ist weg und das da kommt auch noch weg. Aber ich glaube, wir können sogar das wegnehmen. Aber den Rest lassen wir so erstmal. So wie es aussieht, fahren die alle. Er kommt da oben auch wieder, passt also auch. Das sieht so aus, als ob wir das alles richtig gebaut haben dann, ne? Die LKWs fahren da hin und her, er kommt da hin und her, das Schiff kommt und legt da an, passt auch. Hier ist noch eine zu kurze Geschichte mit dem Bahnsteig. So, jetzt haben wir 15er Länge überall, oder? Sieht gut aus, oder? Würde ich sagen. Dann haben wir das auch. Jetzt ist hier nur die Frage, wenn der da rauskommt. Das ist jetzt hier nicht optimal, ne? Ja. Kann der hier lang fahren? Nein. Das gefällt mir noch nicht. Das machen wir gerade noch ein bisschen anders hier. Ne, er kann nicht hier lang fahren, er müsste da hinten lang fahren. Oder wir machen das so. Und dann gibt es noch ein Signal hier vorne vor. Und dann sollten die da so lang fahren können. Nur. Ich hoffe, das ist so richtig. Gut. Ich glaube, dann haben wir das hier auch. Falls einem Fehler auffällt, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann müssen wir demnächst hier noch weitermachen in die andere Richtung. Aber ich glaube, wir sind hier erst fertig. So, da bedanke ich mich erst immer recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Kommentare hatte ich ja schon gesagt, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.